Hallo und herzlich willkommen bei Sammlerwelten. Ich habe eine ganz besondere Sache für euch heute. Bundesliga Chrom, ja. Warum die so besonders sind, das sieht man ganz einfach darin, was hier drin sein kann. Sonderkarten gibt es nämlich, Starspieler, okay. Bundesliga Rekordkarten, okay. Eine pro Packung, Trikotkarten, eine pro 36 Packungen und Autogrammkarten. Eine pro 144 Packung. Autogrammkarten, ja, da sind dann Autogramme halt drin, ne? Und das macht die halt so besonders, dass die 4 Euro pro Packung kosten. Jedenfalls da, wo ich sie gekauft habe. Das ist ziemlich teuer, vor allen Dingen, weil ich ja zwei kaufen musste. Einmal hier für das Video und einmal für die Booster-Sammlung. Da habe ich jetzt auch einen Booster. Ja, 6 Spieler sind pro Päckchen. Und ich hoffe natürlich, dass wir ein Autogramm finden. Das wäre ziemlich cool. Aber, naja, 1 zu 144 ist die Chance. Kann man sich ja mal ausrechnen, wenn man 4 Euro ausgeben möchte. Mal 100, wie viel waren das noch? Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis wie sonst was, ne? 144. 3 mal 144 könnt ihr euch ausrechnen. So, Coin Castles, okay. Können wir mal machen. Die Karten sehen wirklich gut aus. Die sind wirklich alle qualitativ hochwertig. Das hier ist allerdings keine Autogrammkarte, das kann ich euch schon mal sagen. So, das ist ein normaler Torwart. Die sind wirklich hoch, sehen wirklich gut aus, die Karten. Fühlen sich auch wirklich noch gut an. Und sind die alle mit dem Tops-Logo noch, ja. Da ist der Preis schon mal angebracht. Oh, ich habe hier noch ein Club-Logo. Hertha BSC. Okay. So, dann habe ich noch Pierre-Emerick Aubameyang. Okay. Cool. Die Karte ist natürlich für alle BVB-Fans der Renner. Nein, ich bin kein BVB-Fan, falls ihr jetzt fragen wollt, ne? Tops, Dennis Diekmeier, okay, eine umgedrehte Karte, was eigentlich nur was Gutes heißen kann. Christian Gentner, was gibt es denn noch für Karten, bevor ich jetzt diese Sonderkarte hier angucke? Also Autogrammkarte wäre natürlich super, Trikot kann es nicht sein, ein Starspieler ist das wahrscheinlich. Rolfs, okay, und es ist eine Starspielerkarte. Ui. Ist jetzt Starspieler und Bundesliga-Rekordkarten. Eine pro Packung. Ist das hier die Rekordkarte oder ist eine Rekordkarte oder ein Starspieler pro Packung? Wäre natürlich die Frage jetzt. Hertha BSC. Okay. Falls euch die Statistik interessiert, guckt sie euch hier an. Ja, ich kann nichts anderes sagen als, guckt in die Beschreibung. Da könnt ihr diesen Typen hier erwerben bei meinem eBay-Account. Es haben schon Leute gefragt, warum ich das denn jetzt mache, ob ich kein Geld mehr hätte. Nein, es ist ganz einfach, um euch die Möglichkeit zu bieten, auch diese Karten zu bekommen, weil ich sammle die nicht. Mir bringen die keinen wirklichen Vorteil. Meine Vitrine ist selber schon voll. Ich muss ausmisten. Und wenn ihr die haben wollt, habt ihr die Möglichkeit, die zu erwerben. Billiger als bei vielen, vielen anderen Shops auf eBay. Und dazu unterstützt ihr noch diesen Kanal. Ja. Mit jedem Euro, der dazu kommt, kann ich natürlich mehr im Monat machen. Das ist natürlich, das ist klar. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr einmal vorbeiguckt, wenigstens. Danke und das war's und bis zum nächsten Video. Tschüss.